Mercedes hat es in diesem Jahr mit der IAA ziemlich wörtlich genommen und präsentiert den IAA-Konzept, was in diesem Fall so viel heißt wie Intelligent Aerodynamics Automobile. Das volldigitale Auto kann wie ein aerodynamisches Chamäleon für jederzeit beste Aerodynamik seine Form der Geschwindigkeit anpassen. Ab 80 Stundenkilometern Geschwindigkeit fahren am Heck sowie an anderen Stellen diverse Segmente aus und verbessern die Aerodynamik des Autos. Ergebnis ist ein Traum-CW-Wert von 0,19. Für die aktuelle reale Welt bringt Mercedes nach 40 Jahren Pause sein erstes offenes S-Klasse-Luxus-Cabrio, das standesgemäß mit einem deftigen 455 PS 8-Zylinder-Motor ausgestattet ist. Innen dominiert ein riesiger Monitor im Cockpit und edelstes Ambiente. Wer sich damit im Frühjahr 2016 den Wind um die Nase wehen lassen will, muss wohl um und bei 140.000 Euro investieren. Bei Audi hingegen steht neben dem neuen A4 vor allem diese E-Studie im Mittelpunkt. Der e-tron als voll elektrischer SUV soll wohl ab 2018 so ähnlich herauskommen. Borgward hat es tatsächlich geschafft und feiert seine Auferstehung nach über 50 Jahren in der Versenkung. BX7 heißt das erste und derzeit einzige Modell. Ein SUV mit unaufgeregtem, eher schlichtem Design. Allerdings an die Ausstrahlung der früheren Modelle kommt er hier ebenfalls nicht ran. Die neuen Besitzer kommen aus China und wollen nun mit Hilfe des legendären Rufes der Marke ab 2016 ihre Autos zunächst mal nur unter das chinesische Volk bringen. Wenn das klappt, will man Europa und die USA erobern. SUVs bleiben ein Verkaufsschlager, so setzen selbst Firmen wie Bentley oder Jaguar auf die imposanten, wuchtigen und im Grunde genommen viel zu großen Stadtgeländewagen. Optik ist bekanntlich Geschmackssache, doch bei diesem Bentley fragt man sich schon, ob das der noblen Kundschaft gefallen wird. Jaguar legt eher Wert auf die sportlichen Gene bei seinem F-Pace-SUV und zeigt in echt, was viele von uns allenfalls von der Carrera-Spielzeugrennbahn kennen. Ford gibt sich ebenfalls sportlich und zeigt einen neuen GT. Der V6-Motor des Supersportwagen liefert 600 PS, ist wohl weit über 300 Stundenkilometer schnell. Allerdings, günstig ist der Renner nicht gerade. Es wird gemunkelt, dass er so um die 180.000 Euro kosten soll. Wem das alles viel zu viel von allem ist, vielleicht zeigt wahre Größe, wer mit einem kleinen Autochen klarkommt. In diesem Fall empfehlen wir, sich mal das neue Smart Cabrio näher anzuschauen. Günstig, flott, praktisch. Der kleine Zweisitzer bietet puren Fahrspaß ohne viel Schnickschnack und das Ganze zu einem Preis, für den es bei einigen der hier vorgestellten Modelle gerade mal einen Teil der Sonderausstattung gibt.